Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode hatte die Große Koalition sich auf die Fahne geschrieben, das Insolvenzanfechtungsrecht im Interesse der Planungssicherheit des Geschäftsverkehrs sowie des Vertrauens der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ausgezahlte Löhne auf den Prüfstand zu stellen. Am 29. September 2015 hat das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz einen Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenzordnung und nach dem Anfechtungsgesetz vorgelegt. Das BMJV verfolgt mit dem Regierungsentwurf das Ziel, das Insolvenzanfechtungsrecht so auszugestalten, dass es in seiner praktischen Handhabung einen angemessenen Ausgleich zwischen den Insolvenzgläubigern und demjenigen schafft, gegen die sich insolvenzanfechtungsrechtliche Ansprüche richten. Dabei behauptet das BMJV, dass sich die beabsichtigten Änderungen auf punktuelle Änderungen beschränken und die Regelungssystematik des geltenden Rechts unberührt bleibt. Nach Auffassung des BMJV trägt der Entwurf der Bedeutung und Tragweite des Insolvenzanfechtungsrechts für die Funktionsfähigkeit des Insolvenzrechts Rechnung. Im Einzelnen sind Änderungen in der Deckungsanfechtung, der Vorsatzanfechtung, dem Anfechtungsausschluss durch Bargeschäft und der Verzinsung des Rückgewähranspruchs vorgesehen. Professor Dr. Jens M. Schmidtmann und Anne Schröer werden uns diese Änderung vorstellen und eine Einschätzung der Auswirkungen auf die Praxis geben. Was hat sich denn konkret bei der Deckungsanfechtung getan? Bei der Deckungsanfechtung geht es der Bundesregierung vorrangig um die Neuregelung der inkongruenten Deckung. Bei der inkongruenten Deckung entsprach es bislang der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass eine Deckung, die in der Zwangsvollstreckung erlangt worden ist, also in der Praxis eine Zahlung aufgrund Kontofindung oder eine Zahlung an den Gerichtsvollzieher, unter sehr einfachen Umständen anfechtbar ist. Im Referentenentwurf vom 16. April 2015 hat das Bundesjustizministerium den Vorschlag gemacht, dass nur eine Nichtanfechtbarkeit vorliegt, wenn aufgrund eines in einem gerichtlichen Verfahren erstrittenen Titels Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erfolgen. Das hätte dazu geführt, dass Anfechtungen gegen Finanzverwaltung und Sozialversicherungsträger weiter unter erleichterten Umständen möglich gewesen wären. Der Regierungsentwurf, also der Entwurf der gesamten Bundesregierung und nicht mehr nur des BMJV, sieht vor, dass jegliche Zwangsvollstreckung, die aufgrund eines gerichtlichen Titels erfolgt, nunmehr nicht allein deswegen inkongruent wird. Das heißt, wir haben einen faktischen Anfechtungsausschluss bei Zahlungen an Gerichtsvollzieher oder bei Zahlungen aufgrund von Kontofindungen beispielsweise. Das sind ja interessante Neuerungen bei der Deckungsanfechtung. Was ist denn bei der Vorsatzanfechtung geplant? Die Vorsatzanfechtung, § 133 Insolvenzordnung, ist deswegen gefürchtet, weil sich der Anfechtungszeitraum auf 10 Jahre erstreckt nach bisheriger Regelung. Hier schlägt die Bundesregierung vor eine Verkürzung auf 4 Jahre. Und der Bundesrat hat am 27. November 2015 beschlossen, sogar eine Verkürzung auf 2 Jahre vorzunehmen. Das bedeutet zunächst mal, dass es also eine ganz erhebliche zeitliche Einschränkung gibt, was das Risiko des Anfechtungsgegners natürlich ganz erheblich vermindert. Aber auch inhaltlich, also was die Anfechtungstatbestandsvoraussetzungen angeht, rechnen wir hier damit, dass es zu massiven Einschnitten kommt. Die Bundesregierung schlägt nämlich vor, dass Zahlungen, die im Rahmen einer Ratenzahlung erfolgt sind oder aufgrund einer sonstigen Zahlungserleichterung, nicht mehr anfechtbar sein sollen. Dazu wird seitens der Bundesregierung im Gesetz eine Formulierung vorgeschlagen, wonach also eine Ratenzahlung oder sonstige Zahlungserleichterung dazu führt, dass der Zahlungsempfänger keine Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit haben soll. Der Bundesrat ist allerdings der Auffassung, dass dies zu weit führt. Der Bundesrat will vielmehr eine Regelung einführen, wonach die Ratenzahlung lediglich dazu führt, dass dies nicht allein ein Indiz dafür ist, dass der Anfechtungsgegner die Zahlungsunfähigkeit kannte. Wenn man sich diesmal praktisch betrachtet, dann heißt das doch, dass sowohl Bundesregierung als auch Bundesrat nicht von den praktischen Gegebenheiten ausgehen, sondern vielmehr auch hier durch eine gesetzliche Beweislastregelung und durch eine Vermutungsregelung die Ratenzahlung privilegieren wollen. Das betrifft zum einen auch die öffentlich-rechtlichen Gläubiger. Insbesondere kennen wir aus der Praxis viele Ratenzahlungen an Finanzamt und Sozialversicherungsträger, aber eben auch an Lieferanten und sonstige Dienstleister. Frau Schröer, wie wird sich denn voraussichtlich die geplante Änderung auf die Praxis auswirken?
Aus Sicht des Rechtsverkehrs ist die Änderung bei der Vorsatzanfechtung sicher zu begrüßen. Es wird hier insofern ein Mehr an Rechtssicherheit geben, als durch die Verkürzung des Anfechtungszeitraumes natürlich jetzt rückwirkend in die Vergangenheit geschaut, nicht mehr so viel Unsicherheit und nicht mehr für so einen langen Zeitraum eine Unsicherheit darüber herrscht, ob es einen Anfechtungsgrund gegeben hat, ob der Tatbestand erfüllt ist oder nicht. Das ist sicherlich zu begrüßen. Da war auch der schon im Regierungsentwurf vorgesehene Zeitraum von 4 Jahren sicherlich sinnvoll. Das jetzt aufgrund des Vorschlags des Bundesrates noch weiter auf 2 Jahre zu reduzieren, halte ich durchaus auch für eine sinnvolle Lösung. Insgesamt muss man allerdings sagen, dass gerade auch im Punkto Ratenzahlung ganz klar, wie Sie schon sagen, spürbar ist, dass es hier um gewisse Gläubigergruppen geht, die eben häufig von einer Ratenzahlung betroffen sind. Und dass da eben vor allen Dingen auch die öffentliche Hand natürlich von der Regelung profitieren wird. Ebenso ist das aber positiv zu sehen, was langfristige Lieferbeziehungen angeht. Denn da sind Ratenzahlungen eben das übliche Mittel der Wahl, um so etwas tatsächlich auch abzuwickeln. Ein weiterer Punkt, bei dem sich einiges getan hat, ist ja das Bargeschäft nach 142 INSO. Was hat sich denn dort getan? Der Bargeschäftseinwand ist in der Praxis insbesondere deshalb von Bedeutung, weil Leistungen, die unmittelbar ausgetauscht worden sind, nicht der Anfechtung unterliegen, wenn eine gleichwertige Gegenleistung erbracht worden ist. In diesen Fällen war nur eine Anfechtung möglich unter den Voraussetzungen des 133 INSO, der insbesondere im Bereich des subjektiven Tatbestands eine schwere Hürde ist. Nunmehr soll § 142 insoweit eine Neuregelung erfahren, dass darüber hinaus noch das Kriterium der Unlauterkeit hinzukommt. Das heißt, der Anfechtungsgegner mit dem Schuldner zusammengearbeitet haben muss, um diese Gläubigerbegünstigung zu erreichen. Das ist insbesondere deshalb problematisch, weil der Gesetzgeber zwar das Merkmal der Unlauterkeit in den Gesetzestext aufnehmen will, dieses aber nicht definiert hat. Insoweit ist es durchaus positiv zu sehen, dass der Bundesrat in seiner Sitzung vom 27. November 2015 beschlossen hat, das Merkmal der Unlauterkeit wieder zu streichen aus dem Regierungsentwurf und stattdessen einzuführen, dass die Anfechtung nach 133 nur dann möglich ist, wenn der Anfechtungsgegner erkennen konnte, dass die Leistung nicht für eine angemessene Lebensführung des Schuldners erforderlich ist oder für die Zwecke der Sanierung des schuldnerischen Unternehmens. Das trägt sicherlich sehr zur Rechtsklarheit bei und ist daher in jedem Fall eine positive Anregung des Bundesrates. Frau Schröer, wie sehen Sie die praktischen Auswirkungen einer solchen Regelung? Aus Sicht der Praxis ist hier sicherlich zu begrüßen, dass der Bundesrat nun noch einmal auf den Unlauterkeitsbegriff eingegangen ist und insbesondere dafür gesorgt hat, dass eben ein so unbestimmter Rechtsbegriff hier nicht den Tatbestand bestimmt. Da war im Vorfeld auf Basis des Regierungsentwurfs in der Tat schon einige Diskussionen angelaufen darüber, was denn sich genau hinter diesem sehr unbestimmten Rechtsbegriff verbergen soll und wie man das für die Praxis greifbar gestalten soll. Dass stattdessen jetzt 2 konkrete Tatbestandsmerkmale vorgesehen werden, die direkt im Gesetzeswortlaut niedergeschrieben sind, ist da sicherlich gut, denn das erhöht die Transparenz und wirklich auch die Planbarkeit für den Rechtsverkehr zu wissen, wann dieser Tatbestand einschlägig ist und wann nicht. Grundsätzlich sind die vorgesehenen Tatbestandsmerkmale auch sinnvoll, denn vor allen Dingen wird dadurch auch unterstützt, dass das, was im Insolvenzrecht im Mittelpunkt steht, eben die Sanierung eines Unternehmens auch weiterhin einen hohen Stellenwert hat und nicht gefährdet werden soll. Neben den Anfechtungstatbeständen hat sich doch auch bei der Verzinsung einiges getan. Was ist da konkret geplant? Nach bisheriger Regelung, also insbesondere der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, war der insolvenzrechtliche Rückgewähranspruch ab Verfahrenseröffnung mit 5 Prozentpunkten über den Basiszinssatz zu verzinsen. Da dieser Anspruch erst 3 Jahre nach Verfahrenseröffnung verjährt, möglicherweise auch lange Rechtsstreitigkeiten geführt werden mussten, waren für den Anfechtungsgegner hohe Zinsrisiken in den insolvenzrechtlichen Ansprüchen gelegt, was dazu geführt hat, dass teilweise Insolvenzverwalter auch bewusst die Insolvenzanfechtung sehr spät geltend gemacht haben, um hier noch Geld für die Masse einzuspielen. Die Bundesregierung und der Bundesrat sind sich darüber einig, dass eine Verzinsung nicht mehr stattfinden soll, also nicht mehr ab Verfahrenseröffnung und, das ist ganz wichtig, auch keine Verzinsung mehr stattfinden soll für die Zeiträume zwischen der anfechtbaren Leistung und der Verfahrenseröffnung. Das Ganze hat der Bundesrat nunmehr noch ergänzt, dass es auch keine
Verzinsung mehr geben soll, beispielsweise bei Verzinsungsansprüchen nach Justizkostengesetz und so weiter. Also hier ist eine umfassende Zinslosstellung des gesamten insolvenzrechtlichen Rückgewehranspruchs geplant. Wie sehen Sie die Auswirkungen für die Praxis? Aus der Sicht der Praxis ist dieser Punkt sicher begrüßenswert. Zwar führt es ganz klar dazu, dass weniger Zinsansprüche in Zukunft geltend gemacht werden können, dass unterm Strich also vor allen Dingen der Insolvenzverwalter, der das gerne als Instrument genutzt hat, in Zukunft weniger Geld für die Masse auf diese Weise aufbringen kann. Aber das ist sicherlich schwächer zu wiegen als der Punkt der erhöhten Rechtssicherheit. Das ist eben gerade das, was Sie sagen bezüglich der Verzinsung bis zur Verfahrenseröffnung und auch während des Verfahrensganges, eben nicht mehr als Instrument genutzt werden kann, um die Zinsen faktisch noch zu erhöhen. Das heißt, hier ist dass die Zahlung an Zinsen, die zu leisten ist, von vornherein klar ersichtlich. Und das ist sicherlich ein Punkt, der wie jedes mehr an Rechts, an Klarheit für den Rechtsverkehr sehr gut ist. Die von Ihnen angesprochene Rechtssicherheit, falls es zu der überhaupt kommt, was ja voraussetzt, dass der Bundesrat sich durchsetzt, wird aber dazu führen, dass die Insolvenzverwaltung einen hohen Preis zu zahlen hat. Die Geltendmachung von Anfechtungsansprüchen aus inkongruenter Deckung, also 131 INSO, und aus Vorsatzanfechtung nach § 133 INSO, hat ja in der Praxis in der Vergangenheit dazu geführt, dass in ganz erheblichem Maß Anfechtungsansprüche geltend gemacht werden können, die dazu geführt haben, dass erstens überhaupt eine kostendeckende Masse für die Durchführung eines Verfahrens vorgelegen hat und darüber hinaus natürlich auch dazu geführt hat, dass die Gläubiger, die nicht über Sicherungsrechte verfügen, also wie Banken, also Banken verfügen ja im Regelfall über Sicherungsrechte wie Globalzession und Sicherungsübereignung oder Lieferanten, die über Eigentumsvorbehalt verfügen, also alle anderen, wie zum Beispiel Dienstleister und so weiter, überhaupt erst befriedigt werden können, weil die Insolvenzanfechtung eben ein ganz wesentliches Instrumentarium ist, Gläubigergleichbehandlung sicherzustellen. Und davon will der Regierungsentwurf jetzt ganz offensichtlich ab. Und es ist auch deutlich zu erkennen, dass hierbei insbesondere auch die öffentlich-rechtlichen Gläubiger begünstigt werden sollen. Was man allerdings positiv sehen muss, und das stößt sicherlich auch auf ungeteilte Zustimmung, ist, dass die unsägliche Verzinsung aus der Vergangenheit nunmehr neu geregelt wird und dass nur noch der Insolvenzverwalter, der den Anfechtungsgegner qualifiziert in Verzug gesetzt hat, jetzt auch eine Verzinsung des Rückgewehranspruchs erreichen kann. Wie sehen Sie insgesamt die Auswirkungen auf die Praxis? Aus Sicht der Rechtspraxis und vor allen Dingen der an einer Insolvenz beteiligten Unternehmen, also sowohl des insolventen Unternehmens als auch der Gläubiger drumherum, ist der Entwurf sicherlich ambivalent zu sehen. Sie haben vollkommen recht, dass natürlich einige der vorgeschlagenen Maßnahmen zu Lasten der Insolvenzmasse gehen und damit natürlich am Ende für die Verteilung weniger übrig bleibt. Auf der anderen Seite sind durchaus auch einige Maßnahmen dabei, die, wie wir gesehen haben, durchaus dazu führen, dass mehr Rechtssicherheit geschaffen wird und dass eben alle am Verfahren Beteiligten auch wissen, was konkret planbar auf sie zukommt und mit welchen zum Beispiel Zinsansprüchen sie rechnen können oder eben auch nicht. Und das ist insofern, denke ich, ein Plus des Entwurfs, so er denn auch so tatsächlich gesetzt wird, der zu begrüßen ist. Ob tatsächlich das Gesetz in der Form in Kraft tritt, nach den doch einigen Wolken, die wir jetzt in der Vergangenheit bei diesem Entwurf gesehen haben, ist ja doch noch ein Stück weit offen. Und es wird sich natürlich auch noch erst zeigen müssen, ob sich der Entwurf dann oder das Gesetz dann auch in der Praxis tatsächlich bewährt. Ich denke, was das angeht, kann man sagen, es bleibt spannend.